was können wir Jugendlichen raten? Also erstmal geht es darum, dass alle Jugendlichen, egal welche Behinderung sie haben oder nicht haben, irgendwann im Verlauf des Schulbesuchs sich natürlich dann auch damit beschäftigen, was will ich eigentlich nach der Schule machen. Das gilt für alle Jugendlichen. Und wir raten eigentlich allen Jugendlichen, dass sie sich in diesem Prozess auch rechtzeitig mit der Berufsberatung der jeweiligen Agentur in Verbindung setzen, um dann eben gemeinsam mit Beraterinnen und Beratern zu überlegen, was kann ich denn nach dem Schulabschluss für Ausbildung anstreben. Das hängt sicherlich ab von den Interessen, Neigungen und Fähigkeiten jedes Einzelnen. Das würde ich also gar nicht mal so festmachen jetzt an Jugendlichen mit oder ohne Behinderung, sondern es geht einfach darum, wo sind meine Interessen, wo sind meine Neigungen, wo kann ich da mit diesen entsprechenden Interessen und Neigungen auch adäquate Ausbildungsberufe finden und dann eben in diesem Prozess auch eben die Unterstützung der Agentur für Arbeit in Anspruch zu nehmen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Unterstützung. Ich denke mal, das Erste und das Wichtigste ist unsere Beratung, dass er eben zu uns kommt oder sie zu uns kommt, dass die betreffende Person sich austauscht und auseinandersetzt mit Beraterinnen und Beratern, um dann eben für sich auch Klarheit darüber zu bekommen, welcher Ausbildungsberuf ist für mich der richtige. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch dann, wenn diese Berufsorientierung noch nicht gefestigt ist und der Jugendliche eher noch überlegt, was kommt denn eventuell auch alternativ für mich in Frage, wir natürlich dann auch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen ermöglichen, die dazu dienen, dass der Jugendliche einfach zunächst erstmal einen Überblick bekommt über das, was gibt es überhaupt an Ausbildungsberufen und welche von diesen Ausbildungsberufen entsprechen am ehesten meinen Interessen und Neigungen. Das wäre also eine weitere Möglichkeit, die wir bieten. Sollte dann trotz aller Bemühungen eine übliche Ausbildung nicht erschlossen werden, dann können wir im Einzelfall auch eine außerbetriebliche Ausbildung finanzieren, damit der Jugendliche dann eben noch einen Berufsabschluss erwirbt. Also ich würde, wie gesagt, in der Beratung reduzieren wir das nicht zunächst nur darauf, okay, da ist jemand, der stottert. Dass das eventuell bei der Ausbildungsplatzsuche nachher eine Rolle mitspielt, wenn es darum geht, auch Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass ich trotz dieser, sage ich mal, Einschränkung den Ausbildungsberuf gleichwohl ausüben kann, das ist ein anderes Thema. Aber ich würde, wenn es darum geht, zunächst überhaupt erstmal herauszubekommen, welche Berufe denn in Betracht kommen, nicht von vornherein so eine Schere nehmen und sagen, so das und das und das kommt nicht in Betracht, sondern wirklich erstmal völlig unabhängig davon schauen, was sind meine Interessen, was sind meine Neigungen, wie sehen meine Fähigkeiten aus, welche Berufe gibt es dazu. Und dann in einem weiteren Schritt, wenn es dann darum geht, entsprechende Ausbildungsberufe zu ergreifen, dann muss man natürlich dann auch sehen, wie gehen Arbeitgeber damit um. Findet er einen Ausbildungsplatz in dem Bereich, den er sich vorstellt oder nicht? Wenn nicht, dann müssen wir natürlich dann auch wiederum schauen, gibt es noch andere Alternativen? Aber ich würde nicht von vornherein den Fokus auf Berufe setzen, wo ich sage, gut, da ist die Sprache nicht erforderlich. Weil ich denke mal, heute, egal in welchem Bereich ich tätig bin, ist Sprache ein wichtiges Kriterium.